alleine schon wegen dem Bergkonzert, was ich schon seit vielen, vielen Jahren machen wollte. Und ich habe schon immer eine Faszination für dieses Werk gehabt, aber auch gleichzeitig so einen großen Respekt und auch eine gewisse Angst davor, weil ich immer dachte, oh, das ist schon, geht relativ in die Moderne und wie geht man damit um? Bis ich für mich verstanden habe, dass das Stück eigentlich wirklich ein romantisches Konzert ist, dass man es auch so angehen sollte. Und seitdem ich angefangen habe, das zu lernen und mich enger damit zu beschäftigen, ist es wirklich zu einem meiner absolut Lieblingsstücke geworden. Und ich freue mich, dass ich es hier zum ersten Mal mache mit Arabella Steinbach als Solistin. Das ist wirklich für mich eine schöne Gelegenheit, das Stück wirklich auch zum ersten Mal mit so einem Orchester, wo ich wirklich sehr, sehr gerne wieder begegne, zu machen. Die Totenfeier ist für mich ein Stück, was auch, womit ich mich lange beschäftigt habe, wegen den verschiedenen Fassungen. Das ist auch spannend, weil wenn man das als ein alleinstehender Satz hört, anders als später, wo es zum ersten Satz der zweiten Sinfonie geworden ist, hat das eine ganz andere Bedeutung völlig plötzlich. Weil in der zweiten Sinfonie ist es eine Art Einleitung, die dann später zu dieser Auferstehungsmusik und dann bekommt es dieses, sag ich mal, euphorische Note. Und hier ist es eine absolute Trauermarsch.